Balsam für deine Wunden. Fort mit Wund und Schmerz. Dies wird dich schützen. Fürchte dich nach der Hexe Matoya! Geht's jetzt besser? Thank you.
Wunde heile. Das wird dich stärken. Mögen die Zwölf dich leiten. Die Kraft der Sterne sei dein. Jetzt gibt's ein Feuerwerk. Jetzt kommt ein Juwel. Thank you.
zu viele. Halte durch! Pass auf! Ein paar haben sich verwandelt. Komm schon, beiß die Zähne zusammen. Bald kommt die Verstärkung, dann sind wir gerettet. Haltet durch! Hey, macht, dass ihr da wegkommt! Der Krieger der Dunkelheit hat uns die Nacht zurückgebracht. Alles wird gut! Lass sie in Ruhe, du Ungeheuer! Verdammt nochmal! Nichts kann ich ausrichten! Was soll ich überhaupt hier? Vorwärts! Vorwärts! Nicht aufgeben! Wer kämpfen kann, kämpft! Die Verletzten ziehen sich zurück! Noch haben wir nicht verloren! Schließt die Formation! Heldenmut in einer Welt, die ihre Helden längst vergessen hat. Ein Sieg. Errungen mit dem letzten Atemzug. Doch zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Thank you.
Ah, du bist es. Was gibt's? Es war ein blutiger Kampf. Und ich habe ganz schön was abbekommen. Aber ich lebe. Das zählt. Ich möchte dir im Namen von uns allen danken. Ohne dich hätten wir womöglich noch größere Verluste erlitten. Ich kümmere mich darum, dass die Wache so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist. Der nächste Angriff wird nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt entschuldige mich bitte. Es tut weh. Verdammt, verdammt, verdammt. Was ist der Schmerz meiner Wunden gegen die Schuld, meine Soldaten in den Tod geführt zu haben? Sie alle hatten eine bessere Zukunft verdient. So viele von ihnen werden sie nun nicht mehr erleben. Ausgerechnet jetzt, wo sie zum Greifen nahe ist. Hört her, einfältige Bewohner von Crystarium. Hier spricht Warfree, Herrscher von Yulmore. Dieser Angriff war eine göttliche Strafe, um euch eure Torheit vorzuführen. Die sterbende Welt hat mich geboren, damit ich euch ein Paradies erschaffe. Ich bin die letzte Hoffnung, denn ich bin mit den Sündenvertilgern über einen unauflösbaren Pakt verbunden. Die Sündenvertilger verschonen mich und die meinen. Und warum? Weil wir frei von Sünde sind. Ihr hingegen versinkt tiefer und tiefer im Morast der Schuld. Ihr stellt euch auf die Seite derer, die die Sündenvertilger jagen und morden, anstatt meiner Verheißung zu folgen. Erkennt euren Irrtum. Bereuet, tut Buße. Fügt euch der Ordnung und findet Erlösung. Thank you.
bitte verzeiht die Verspätung, aber mir hat einfach niemand Bescheid gesagt. Ihr habt uns während des Angriffs heldenhaft zur Seite gestanden. Ich danke euch. Im Namen der ganzen Stadt. Es hat nicht gereicht, die vielen Schäden zu verhindern. Crystarium ist unser zweites Zuhause geworden. Wenn es irgendetwas gibt, das wir tun können, sag es uns bitte. Vielen Dank. Euer Zuspruch bedeutet uns sehr viel. War 3 bezeichnete den Angriff als göttliche Strafe. Ich bezweifle aber, dass die Sündenvertilger willentlich gekommen sind, um uns zu strafen. Sie sind reine Instinktwesen. Ganz zu schweigen davon, dass die Niederrangigen unter ihnen die vom Licht befreiten Gebiete eigentlich meiden. Man kann nur einen Schluss daraus ziehen. Jemand hat die Sündenvertilger gesteuert. Und ich denke, er hat sich uns selbst offenbart. Lord Worthry höchstpersönlich. Ja, das denke ich auch. Und deshalb dürfen wir uns ihm auf keinen Fall unterwerfen. Genau das wäre der Untergang, den er uns prophezeit. Da fällt mir ein, was ist eigentlich aus deinem Besuch in Yulmor geworden? Das Gespräch war alles andere als ergiebig. Aber ich habe dennoch etwas sehr Interessantes in Erfahrung gebracht. Worthry ist in der Lage, andere zu verhexen und gefügig zu machen. Er hatte mich nur herbeizitiert, um mich zu seiner Marionette zu machen. Wir haben gesehen, wie Worthry in Yulmor verehrt wird. Es ist nicht normal. Manche jubeln ihm bestimmt auch aus freien Stücken zu. Aber wir müssen davon ausgehen, dass er über die ganze Bevölkerung eine starke mentale Kontrolle ausübt. Diesmal konnte ich mich mit einer Illusion schützen. Aber eine direkte Konfrontation wäre äußerst gefährlich. Was ist mit der Suche nach dem Lichtbringer auf Kolusia? Hast du etwas herausgefunden? Nein. Leider konnte ich nichts in Erfahrung bringen, was uns weiterhilft. Und du? Ich habe ein paar Ruinen untersucht. Auch ohne Erfolg. Also ging ich dazu über, mich hier und da umzuhören. Vielleicht ist es ja nichts, aber ein Mord sprach von einem stillgelegten Bergwerk westlich von Amareng, das ein perfektes Versteck sein könnte. Das Bergwerk ist riesig. Ich habe mir ein paar Stollen angesehen, aber alles alleine abzusuchen würde ewig dauern. Also bin ich erst einmal zurückgekommen. Das ist ein Anhaltspunkt. Aber nicht genug, um den nächsten Schritt zu planen. Die Lichtbringer strahlen doch ein starkes Licht aus. Müsste dann nicht das Orakel des Lichts diese Lichtquelle aufspüren können? Nicht ein Abbild wie ich. Ich meine das echte Orakel. Menphilia müsste es können. Am Südende von Amareng, dort wo das Orakel die Lichtflut aufgehalten hat, dort werden wir sie zurückrufen können. So ist es doch, oder Tancred? Nein. Doch, es ist möglich. Es muss möglich sein. Hör auf! Du weißt ja gar nicht, wovon du da redest. Doch, das weiß ich ganz genau. Du hast mir zwar nie etwas erzählt, weil du so nett bist und mich beschützen wolltest. Aber ich spüre Dinge und ich bin neugierig. Glaubst du denn wirklich, dass ich mir in meinem Inneren keine Fragen stelle? Ich sehe schon, so eine Wiedergeburt scheint keine einfache Angelegenheit zu sein. Das Orakel schläft noch im Körper dieses Mädchens. Um die ganze Kraft zu wecken, müssen beide vollständig eins werden.
Ich fürchte, das wird nur eine von beiden überstehen. Entweder die Seele des Orakels oder die Seele des Mädchens. Wer wird es bloß werden? Halt dich da raus. Die Sache geht dich gar nichts an. Das stimmt. Aber geht es dich denn etwas an? Du scheinst dich ja sehr um das Wohl des Mädchens zu sorgen. Solltet ihr dann nicht offen und ehrlich miteinander reden? Warum hast du die Wahrheit vor ihr verborgen? Ist es etwa Liebe? Aber das geht mich nun wirklich nichts an. Ich meine bloß, dass der Vorschlag des Mädchens durchaus Aussicht auf Erfolg hat. Ich nehme an, euer nächstes Ziel ist also Nabat Areng? Ich bereite alles für die Reise vor. Wir treffen uns am Stadtausgang.
Auf Wanderers Wegen geben sich Begegnung und Abschied die Hand. Schreite forsch voran, denn Freud und Leid sind Teil der Reise. Wer den Garrick-Pass überschreitet, blickt auf die Bernsteinhügel, gefüllt mit Schätzen aus Erz und Mineralien. Die meisten davon sind längst gehoben. Nur in wenigen Schächten halt noch das kalte Klirren der Spitzhacke.